Ja, liebe Freunde da draußen und herzlich willkommen zu Part Nummer 26 von Twilight Princess. Dies ist der erste Part, den ich mit dem Funkmikrofon aufnehme, also hoffen wir einfach mal, dass alles gut geht. Ich bin im Übrigen der Dragon, für alle, die es immer noch nicht wissen, und wir spielen mal wieder eine halbe Stunde. Wir sind natürlich immer noch in der Berggrüne, genau. Allerdings, ist ganz gut, dass wir hier machen, also wir sehen, wir sind jetzt noch True. Und die scheinen hinter diesen Kindern zu sein. Was auch der Fall sein. Oh yeah! Also das ist ganz gut, dass wir hier gestaltet sind. Ich hoffe, ich kann mich ordentlich bewegen, ey. Ansonsten werden die nämlich zurückgeschickt. Und naja, dann nehmen wir halt wieder mit dem Standmikrofon auf. Aber wäre natürlich ganz nett, weil gerade wenn ich mit der Dodo zusammen Let's Plays aufnehme, ist natürlich schon von Vorteil, wenn jeder sein eigenes hat. Muss man ja einfach mal so sagen. Hier sollten wir nämlich eigentlich weiter. Reinpacken. Okay. Machen wir doch glatt mal. Ja, dann fischen wir das rüber. Natürlich. Dann haben wir die ja hier liegen. Das ist so nervig, ne? Warum er auch nicht mit der Kugel einfach durch die Tür geht? Das ist so hohl. So unfassbar dumm. Er kann doch die Tür aufmachen. Also sieht er ablegen, wenn er es nicht schafft mit einer Hand. Tür aufmachen, Tür auflassen, durchgehen, Tür wieder zumachen. Das ist die dummste Apparatur, die ich je in irgendeinem Videospiel gesehen habe, ey. Weil sie einfach keinen Sinn ergibt. So, wir lassen ihn dann mal drin, weil noch brauchen wir sie nicht. Ja, komm. Ja, danke, dass du mir das jetzt noch zeigst, wodurch ich jetzt nicht wieder hochkomme. Das Spiel meint, das müsste mir noch eine ganz kurze Cutscene zeigen. Ich hätte mir den jetzt schon längst bashen können. Nur eine. Na, die Kleinen interessieren uns nicht. Nur so einer. Hat tatsächlich gerade versucht zu sprinten, was ja hier gar nicht geht. Und hier, ja, jetzt. So, dann sind da Kisten, da können wir auch nicht lang. Dann ist hier eine Kanone. Sehr interessant, da ist noch eine Tür. Und auch erstmal die Kugel von unten. Ach, er läuft ja damit sehr gut. Gerade mal müssen wir die Kanone in die Richtung hier schießen. Was allerdings noch nichts bringt, weil die Kisten da oben noch drauf liegen. Oder? Keine Ahnung, wir machen erstmal was. Erstmal woanders weiter dann. Weil hier sehen wir, er ist überall nichts, da können wir sie nicht hinschießen. Kann also nur in die Richtung sein. Aber erstmal gehen wir hier rein. Da hat noch eine Key stehen. Da ist was für den Enterhaken. Hey, was war das? Mieser Wichser, ne? Hier. Friss den, Womo! Und höre ich noch. Fledermäuse, ja. So, und da müssen wir nämlich den gegenfeuern. So. Den schwingt der, dann können wir da gleich rüberspringen. Ha!
Ein Schlüssel! Müssen wir natürlich erstmal den Schlüssel suchen. Man die benutzen kann. Oh, kann man jetzt so machen oder anders? Ist ja egal. Wir machen es mal so. Zumindest versuche ich das. Oh Mann, ey. Wie kann man jetzt nicht sehen? Tut mir leid. So, mehr war da glaube ich auch nicht. Haben wir hier mal wieder einen Hinterhaken? Oder eine Tür? Oh, mit Schlüssel! Seht ihr wohl, da können wir den gleich mal reinstopfen. Aha, so, dann kommen wir hier jetzt auch jederzeit hoch, das ist auch sehr gut. Den da hinten wegcracken. Boah, knapp. Komm, verpiss dich. Verdammter Mongo. Aber hinten sehen wir noch eine Truhe, auf der Karte zumindest. Ja, ich will mich hier erstmal rüber. Fuck. Boah, wie man noch fast stirbt, Alter. Nur wenn man eingefroren wird. Das ist so dumm. Na, no, trink jetzt mal was. Können wir das nämlich gleich nochmal machen, weil es klappt. Klappt das glaube ich nicht mehr. Mal gucken. Oh doch, ganz knapp. Sehr gut. Und da hoch. Und? Yeah, wir kriegen tatsächlich ein ganz neues Herz, weil wir jetzt 5 Teile beisammen haben. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Lass doch mal los. Jetzt frage ich mich aber immer noch, wie wir hier rüberkommen. Ich weiß es bis heute nicht. Also bis, ja, bis zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht. War da schon mal drüben, das ist klar, aber wie? Hier ist ja auch absolut mal kein Hinweis oder dergleichen. Ist einfach nur eine Schlucht und das war's. An der Decke was wegknacken. Und sich generell an die Decke hängen. Wittner, willst du mir helfen? Nein. Ja, na gut. Ich weiß noch nicht, was da drüben ist. Das ist das Problem. Aber gut, wir gehen jetzt erstmal wieder hoch. Überhaupt nicht so weit. Echt schwierig für mich. Oh, wo kommt das Mistvieh denn auf einmal her, Alter? Komm, geht mir sonst auf den Sack. Mann. Das ist echt so schwer für mich. Zack. Jetzt schon wieder manche rumnörgeln, Alter. Links hinter dir besser als links hinter. Ja, genau, das Gegenteil ist der Fall, mein Freund. Guck dir mal Studien dazu an. Du weißt Bescheid, wer besser ist. Niemand, natürlich. Niemand soll sich benachteiligt fühlen, nur weil er andere ja, Hand benutzt und schreiben. Hier kein Hate auslösen. Naja, ich wollte eigentlich nicht mit Mittner reden. Ich wollte mich eigentlich in einen Wolf verwandeln, weil das ein Geist. Ein kleiner, schnuckliger Geist. Der mal mit unserem Pratten knutschen möchte.
Wie lange jetzt eigentlich, ne? Alter! Ihr merkt auch nicht, dass sie einfach nur nervt, ey. So, was wollte ich jetzt gucken? Wie viele wir haben? 12, okay. Er wollte ja ein paar mehr. Er wollte, glaube ich, 20 für den Anfang. Da ist ein Schlüssel. Also ein Schlüssel, Vorhängerschlüsselschloss. So, jetzt sind wir wieder hier. Ich gehe ja damit nicht kaputt, ey. Egal. Jo, ich nehme den Steinchen da runter. Dann müssten wir ab sofort hier ganz easy hochkommen. Was ja vorher nicht ging. Ja, dann befreien wir den, aber wir müssen uns jetzt den Knopf in der Mitte drücken. Könnte sich als schwieriger herausstellen, als es eigentlich ist. Ich muss einfach mal so. Ich glaube, das funktioniert aber nicht, was ich gerade mache. Wird schon Sinn, warum. Weil wir den jetzt da nicht rankriegen. Nee, das ist nicht möglich. Aber... Ah ne, das ist auch nicht möglich. Du musst auf jeden Fall eine Seite aussuchen, wo wir nur drei Plätze haben. Also von da aus geht das nicht, das ist klar. So, kurz gucken, von welcher Seite das eigentlich am sinnvollsten wäre. Weil hier ist ja der... Ja, so. Oh, ich hasse diese Schieberätsel, die gehen mir echt auf den Sack. Ah doch, das, was ich vorhin gemacht habe, war schon ganz richtig. Oh, ja, fuck. Machen es wieder so. Ihr werdet schon sehen, warum. Das ist nämlich ganz einfach. Jetzt wollte ich euch vielleicht fragen, oh, das kriegst du ja immer noch nicht hin. Ne, wir nehmen aber den hinteren da weg. War schon richtig, wie ich angefangen habe. Ja. Ja. Und. Ja. Fertig. Ching. Ching, 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 ching. Jetzt können wir da wieder hochkommen. Da vorne. Den haben wir ja gerade runtergeschoben. Hat euch den Sinn? Da unten ist auch irgendwo noch eine Truhe. Aber können wir zum Ende hin nochmal holen. Falls wir sie übersehen. Also falls wir da nicht mehr so hinkommen sollten. Gucken wir mal. Hm.
Da ist ein behinderter Vollpfosten dabei, da kann ich mich wieder abschmeißen. Wir sehen doch endlich an, Alter! Homo, ey. Ah. So, ja. Sein Loch in der... zurück. Okay. Da geht das ja. Da ist ein Loch in der Wand, da kann man drüber schießen. Machen wir das doch mal. So, das ist auf jeden Fall hier, okay. Okay. Da können wir vielleicht tatsächlich schon zur Truhe kommen, die da ist. Hat sich das ja erledigt von wegen merken. Oder geschweige denn später holen. Na ja, auch wieder rüber schießen, okay. Oh, wieder so ein Müll, ey. Einzige, was ich immer sehr schade finde an Zelda. Die Spielelemente, die kommen immer nur in einem Dungeon vor. Achso, was hier jetzt. Ist nicht ausgebaut auf weitere Dungeons oder irgendwie so. Das kommt dann immer einmal vor, sowas. Und das war's dann. Oh ja, komm, gib mir doch einen Sack. Das ist sehr schade. Aber es ist fast jedem Spiel so, wo man mehrere verschiedene Ausrüstungsgegenstände findet. Das macht man alles einmal und dann ist gut. Wir haben jetzt den Schlüssel bekommen. Ein Schlüssel. Den brauchen wir hier hinten, glaube ich. Das heißt, wir müssen hier zurück. Durch die Tür. Und da müsste das gewesen sein. Links. Ja. Whee, ich slide über den Boden. Ich slide. So. Oha. Verdammter Mongo! Oh, Alter. Ich bin down. Nein, ich bin down. Zum ersten Mal sind wir gestorben in dem Spiel. Warum muss man alles von vorne machen? Weiß es gar nicht. Also was, wo man es jetzt gespeichert? Nö, man ist auf einmal wieder im Raum. Komm. Ey, das ist aber auch scheiße. Ja, ist gut, halt die Fresse. Macht ja nichts. Komm, halt's Maul, Dodo. Ja, ist ja gut, so machen wir es halt nicht so. Geht ja auch gar nicht. Guck mal, wir müssen. Erstmal was trinken. Wir haben auch keine Fee mehr. Ich weiß gar nicht warum. Oh, die alle verschwindet ab. Ach scheiße, ich hab das Ding ja gar nicht in der Hand. Ey, wie viel man aber auch verliert, guckt euch das mal an, das ist doch lächerlich. Hier, da ist der Raum mit der Kanone. Brauchen die hier, wir müssen das hier reinschießen. Toll, Alter, jetzt habe ich keine Heilmittel mehr. Ey, wie ein, zwei so eine Viecher aber auch instant wegkillen können. Unglaublich. Ist aber voll unfair, wie viel die abziehen, ey. Ich habe jetzt dagegen, dass man eingefroren wird, aber dass man dann gleich halb tot ist. Ist ja auch nicht so, dass Link seinen Morgenstern... Ach, wie heißt denn das? Ist ja kein Morgenstern. Seine Schwingkeule nenne ich es jetzt einfach mal. Ich habe keine Ahnung, wie die heißt. So, unfassbar langsam.
Schwingt ja, ich suche wieder nach Ausreden für meine Dummheit. Ja, na gut. Ich bin halt auch mal abgekratzt, ey. Mir ist scheißegal. Passiert mal, auch wenn es zweimal miteinander passiert ist. Das hätte natürlich nicht sein müssen. Das wollte ich nicht. Scheiße. Ich hab mal das falsche Item in der Hand. Na, mach. Jetzt holen wir erstmal die Kugel rüber. Jetzt machen wir es kaputt. Ah, da kann man sich dann jetzt auch hochschießen. Wisst ihr Bescheid? Haben wir eine Kanone? Ich werde müssen damit den da hinten wegfraggen. Das muss Sinn ergeben, weil anders kriegen wir ihn nämlich nicht weg. Schauen wir mal, wir können auch sonst auch dahin schießen, würde aber keinen Sinn ergeben. Oder wir schießen auf ihn, würde Sinn ergeben. Also machen wir das auch einfach. Weil sonst könnten wir noch dahin schießen, oder waren wir schon, das wäre auch sinnlos. Feuer! Ist er down, ist er gegangen. Down. Sehr schön. So. Ab durch die Mitte. Das sind natürlich die Viecher da oben, die mich jetzt bestimmt auch wieder einfriesen und töten. Weil die stehen hier natürlich genau vor. Ich weiß nicht, warum ich jetzt hochlaufe, aus dem einfachen Grund, weil ich erst wissen möchte, was hier oben ist. Aber ich glaube, das ist der Gegnerraum. Ja. Ich weiß nicht, ob ich mir danach nochmal Suppe holen sollte. Gerenne. Oh, super, hier kommt auch noch irgendein starker Gegner, ey. Sonst würden die Dinger nicht zugehen. Dahinter ist die Truhe, ey. Ich sehe auch der Schlüssel, müsste, weil es keine Räume mehr gibt. Oh mein Gott, ich will nicht! Das ist doch so scheiße, Leute. Oh, wir können sogar die Dinger kaputt machen. Ah, oh, Mann! Nun treff mich an, Mann. Hier. Ganz knapp noch geblockt, ey. Weiß. Gestern hat übrigens Deutschland die Weltmeisterschaft gewonnen, für alle, die es nicht mitbekommen haben. An der ich will nicht spielen, weiter. An der ich will nicht spielen. Ein sehr spannendes, schönes Spiel. Für alle, die immer behaupten, andere hätten es verdient. Ich bin der Meinung, wenn niemand es verdient, dann hätte er auch gewonnen. Und da der Gegner Algerien nochmal verloren hat, haben sie es auch nicht verdient. Warum? Stehe ich nicht. Dass sie besser gespielt haben? Wohl kaum, sonst hätten sie ja gewonnen. Das ist immer ein Blödsinn, diese Aussagen, die diese manche Leute immer rausknallen. Puh, endlich haben wir diesen verdammten Schlafzimmerschlüssel. Hat zwar ganz schön lange gedauert, aber dafür werden wir die Spiegelscherbe ziemlich bald haben. Ja. Und ja, ich meine, Deutschland hat da nicht unfair gespielt oder so. Ich meine, dann kann ich es verstehen, wenn jemand sagt, anderen haben es verdient, wenn die gegnerische Mannschaft total unfair spielt. Aber das war ja nicht der Fall. Deutschland hat eigentlich ein sehr faires Turnier gespielt, finde ich. Es war eher so, dass unsere... Oh, wie gut, dass dir nichts passiert ist. Ich habe ein wenig von der Suppe gegessen, die mein Mann gemacht hat. Seitdem geht es mir etwas besser und ich bin dir gefolgt. Du hast den Schlüssel gefunden. Sehr gut. Und das Schlafzimmer ist direkt über uns. Ich bringe dich hin. Ich möchte gerne auch noch was von der Suppe essen. Und... Ja, das ist mir eher so aufgefallen, dass die gegnerischen Mannschaften doch viel mehr gefoult haben als die Deutschen. Von daher... Alter, die Fresse.
Davon abgesehen, dass der Schiri mal wieder nur Fehlentscheidungen gemacht haben. Naja, nur kann man nicht sagen, aber schon so einige, wo man sagt, Alter, warum? Und immer gegen Deutschland, ey. Es gibt zwar auch Fehlentscheidungen gegen die gegnerische Mannschaft, aber es ist immer viel penetranter gegen die Deutschen. Scheiß Algerianer, kann man ja auch nicht sagen. Kann man das so sagen? Naja, das wäre wieder ein bisschen rassistisch. Aber die algerianische Mannschaft, kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Hätte eigentlich schon 2 rote Karten haben müssen. Haben sie aber nicht bekommen. Hat der Schiri natürlich nicht gesehen, ist klar. Natürlich hat er das nicht gesehen. Der gute Schweinsteiger, der nur geblutet im Gesicht. Kann man ja mal übersehen, sowas. Ein Schwachsinn, Alter. Hör mir auf. Trotzdem haben wir gewonnen, ey. Ha! Also verdient. Von daher stehe ich immer diese Aussagen nicht. Um nochmal auf diesen Punkt zurückzukommen. Andere haben mehr verdient. Stimmt ja gar nicht. Es hat immer der verdient, der gewonnen hat. So einfach ist das. Und der hat auch besser gespielt als die anderen, sonst hätten sie ja nicht gewonnen. Noch ein paar gewisse Deutsche, also wirklich Deutsche, die sich einfach nicht darüber freuen können, dass die Deutschen gewonnen haben. Die irgendwann penetrant gegen die Deutschen sind, obwohl sie hier wohnen und wo sie Deutsche selber sind, das verstehe ich auch überhaupt nicht. Ich meine, wenn man natürlich irgendwie so, weiß ich nicht, so, ich nenne es jetzt mal Halbblut, das ist schon sehr bescheuert, aber beispielsweise halt Türke oder halb Russe, Pole, was auch immer halb Deutscher ist, dass man dann geteilter Meinung ist, das kann ich gut nachvollziehen, aber wenn man wirklich 100% deutsch ist, warum ist man dann gegen die deutsche Mannschaft? Ich verstehe das überhaupt nicht. Aber genug davon, weil alle Nicht-Fußball-Fans haben sicherlich schon abgeschaltet. Hier ist das Schlafzimmer. Würdest du es aufschließen? Selbstverständlich. Das ist nun mal ein großes Fest gewesen. Da kann man auch gerne mal drüber reden. Vielen Dank. Aber willst du nicht auch mit reinkommen? Ja, ich komme auch rein. Dann gibt's Knicki-Knacki-Knack. Bitte, hier entlang. Ins Bett oder was? Liebe? Es gab nichts, keine Feen vorher oder was auch immer, ne? Hier ist er. Schau ihn dir an. Er ist hässlich, ja. Sag nur, ist er nicht herrlich? Nein. Wunderschön. Jo, wunderschön. Also zuck komisch rum. Wunderschön herrlich, dieser Spiegel. Den Spiegel bekommst du nicht. Ja. Das wäre mal ein fetter Klops geworden. Rieseneisklops, Matronia. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie man ihn besiegt. So ganz offensichtlich. Boah, das war knapp. Ist ja natürlich nicht wirklich schwer. Aber jetzt kommt er. Fick dich! Was ist schon lächerlich? Wo kommt jetzt noch was? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, ist schon klar, Alter.
Stunde so rum. Oh fuck, Alter, das, ich weiß gar nicht, was gehen soll. Gott sei Dank erwischt. Nein! Ein einziger ist kaputt gegangen. Ein einziger, Alter. Nein! Bitte, Bitch! Na, wie gefällt dir das, Hure, Alter? Kriegt immer mehr, habe ich so das Gefühl. Verdammte Scheiße. Erwischt, Alter. Also, wir haben jetzt zwei Spiegelscherben. Es fehlen also nur noch zwei, denke ich. Zwei Stück fehlen noch. Was? Trotzdem tut es mir leid, was wir dieser Frau angetan haben. Nicht wirklich. Dass der Schattenspiegel die Kraft hat, jemanden so zu verändern. Die Götter können grausam sein. Total. Also gut, Link, beeilen wir uns, die anderen Scherben zu finden. Bevor noch mehr Menschen so etwas Schreckliches zustößt. Das war doch kein Mensch, Alter. Also dann, machen wir uns auf die Suche nach den übrigen zwei. Okidoki. Was ist mit mir? Mach dir keine Sorgen, du hattest einfach nur einen bösen Traum. Oh, der Spiegel, den du mir gegeben hast. Vergiss den Spiegel. Schau in meine Augen. Gruselig. Sieh nur, in ihnen spiegelt sich dein wunderschönes Gesicht, oder? Deshalb brauchst du... Du brauchst den Spiegel gar nicht mehr. Oh, Liebste! Ja. Widerlich. Yeah. Komm, wir sammeln alles, was ein hier.
alle seine Herzen sammeln. Hier, Liebe gibt's nicht. Gehört alles mir. Alles meine Liebe. Alles meine Liebe. Ich liebe dich. Ich dich auch. Ist ja gut jetzt. Liebe dich. Ich dich auch. Oh, kommt jetzt mein Herz raus. Und wir haben 11 Herzchen. Wir haben hier schon was noch was vergessen. Ich weiß auch nicht, wie man rankommt. Ich kann dich von hier aus wegbringen, aber bist du sicher, dass du nichts vergessen hast? Nein. Ah, egal, komm, wir holen ab jetzt hier. Ja. Bring uns weg. Tschüssi! Oh, ja, weil von Verone war doch was? Hat sie irgendwann mal gesagt? Oh, na, ich leg mal einen zweiten Spielstand an. Ich weiß, die Soundqualität wirklich zum Kotzen ist. Ja. Aber wie gesagt, der Part ist vorbei. Gespeichert hat er gerade. Ihr seht, da fliegen jetzt hier zwei Spiegelkerne in der Gegend rum. Whee! Du trinkst dich schön. Ja, ja, ja. So, ich setz meine Kopfhörer ab. Alter. Ach, die drücken aber auch. Wie Hölle. Und ja, ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen und ich hoffe natürlich auch, die Soundqualität geht in Ordnung. Das werde ich jetzt direkt checken, bevor ich weitere Parts aufnehme. Und ja, heute wird dieses Video dann ja auch für euch zu sehen sein, also bekommt ihr... Ja. Ist eher selten, dass direkt an dem Tag, wo ich das aufnehme, ihr das Video auch zu sehen bekommt, aber heute ist das mal so. Weil ich hatte bisher keins gehabt für heute. Das ist denn jetzt. Ich wünsche ja noch früh morgen, ich habe hier noch Konfekt. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr das natürlich gerne tun. Das würde uns helfen. Und ihr bekommt natürlich wie immer die neuesten Videos von uns direkt an die Hauptseite geklatscht. Ja, ansonsten dürft ihr uns noch gerne auf unserem Social Media Kram suchen. Und die Links dazu findet ihr natürlich wie immer in der Beschreibung. Und zu guter Letzt bleibt mir wie immer nur noch zu sagen, es war mir eine Freude, für euch ein Video gemacht zu haben. Und ich hoffe natürlich, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein. Tschüss.